Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Ich habe letztens diese Kirche hier ausgepackt von Playmobil. Ein Playmobil-Set mit einem Brautpaar und einem Pastor in der Kirche. Und diese Kirche möchte ich jetzt heute aufbauen. Es geht mit diesen Bodenplatten hier los und ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Hier und hier habe ich die kleinen gelben Schräubchen reingemacht. Hier auch zwei Stück. Und hier sind die beiden roten. Die werden jetzt hier dran gesetzt. So. Und hier diese Platte und hier die Platte. So, als nächstes bereite ich einige Fenster vor. Dafür macht man hier diese Platte in den Rahmen rein. Also einfach reindrücken, bis das Ganze einrastet. So. So ist es, glaube ich, richtig. Genau. Und hier und hier und da kommen wieder die roten Schrauben rein. So, von den Fenstern habe ich jetzt drei vorbereitet. Zweimal hier mit dem gleichen Bild, also mit oben der Taube und unten dem Gesicht. Und einmal, oh, das ist nochmal das gleiche. Eigentlich soll ein anderes dabei sein. So, das habe ich nochmal ausgewechselt. Also zweimal die Taube oben und einmal die Taube unten. Dann zwei Säulen, da habe ich oben und unten die kleinen Schrauben auch reingemacht. Hier in der Mitte so ein Halter mit einer Kerze. Und dann noch zwei gelbe Säulen. Unten und oben jeweils eine rote Schraube. So, mit der gelben Säule geht es los. Die wird so gemacht, dass die Punkte hier vorne sind. Und das hier. Und da wird jetzt so ein Fenster dran gesetzt. Dann kommt das hier mit der Kerze. Dann kommt das weitere Fensterteil, jetzt das, wo das Playmobil-Männchen hier oben ist. Die nächste gelbe Säule. Und jetzt so hier dran das nächste Fenster und die nächste Kerze. So, und dieses Teil, das setzen wir jetzt hier so dran. Nein, Moment. So. Ich hatte mich mit den Bodenplatten nochmal vertan. Hier diese Stufen, die kommen hier vorne hin und das rechts. Und dann wird das, was ich gerade zusammengebaut habe, hier hinten so drauf gesetzt. Immer richtig einrasten lassen. Und dann kann es weitergehen. So, außerdem wieder zwei Fenster, eine weiße Säule und drei gelbe Säulen. Ich habe schon wieder oben und unten überall die kleinen Schrauben hingemacht und hier halt an den Seiten. Es geht los mit der gelben Säule. So. Daneben ist dann dieses Fenster hier. Wieder eine gelbe Säule. An der gelben Säule ist hier die Tür. Gelbe Säule. Und
das nächste Fenster. Ich baue das Ganze also so als so eine kleine Ecke. Und hier kommt die weiße Säule. So, alles muss richtig gut einrasten. Und das kommt jetzt hier hin. So, und hier ist jetzt schon die erste Eingangstür. Jetzt kommt die nächste Tür. Das ist die ganz große Tür hier an der Seite. Und da habe ich schon mal überall wieder kleine rote Schrauben reingemacht. Und als nächstes brauchen wir diese silbernen Teile. Die werden nämlich hier dran gemacht. Und daran wird dann die Tür befestigt. Man kann es natürlich auch erst an der Tür festmachen. Ich glaube, dann geht das einfacher. Erst hier festmachen und dann hier einklicken. An den Türen fehlen noch die Türgriffe. Um die Tür jetzt hier an der richtigen Stelle anzubringen, fehlt uns wieder eine gelbe Säule. Da habe ich schon wieder oben und unten rote kleine Schrauben dran gemacht. Und die wird hier an der Seite befestigt. Und dann hier sind ja die Schrauben, die werden hier eingerastet. Und diese Schraube hier unten wird an der Bodenplatte eingerastet. So, geschafft. Jetzt fehlt uns nur noch hier etwas, aber diese Seite bleibt auf, damit man hier auch richtig mitspielen kann. Und jetzt kommt die zweite Etage. Dafür habe ich einmal so etwas, das ist so eine Ecke und eine viereckige Platte und die werden hier verbunden. Diese Platte kommt jetzt hier oben drauf. Außerdem habe ich noch die hier, davon kommt eins hier hin und rechts und links. Hier vorne über den Eingang kommen jetzt schon die ersten Dachpfannen. Und ihr seht, vor der Kirche habe ich noch mit kleinen Rosen dekoriert. Sehr schön links und rechts jeweils ein kleiner grüner Blumentopf mit weißen und roten Rosen. Jetzt kommt das Dach und dafür muss ich erst diese beiden Dreiecke vorbereiten mit den runden Blumenfenstern. Und an einer Stelle im Fenster ist so ein kleiner Punkt. Den muss man hier von hinten genau an so eine kleine Kerbe machen. Und dann kann man das hier so ganz einfach reindrücken. Unten kommen dann wieder vier kleine Schrauben hin und davon brauche ich jetzt zwei Teile. Eins kommt hier vorne hin. Und eins hier hinten. Und an das hintere Teil kommt jetzt hier noch die Orgel. Als nächstes kommt hier oben das Dach drauf. Das muss man aber separat vorbereiten. Dafür habe ich hier schon diese beiden Teile. Da habe ich auch schon wieder Schrauben reingemacht. Und diese beiden Teile. Da sind unten jeweils vier Schrauben. Von oben sind da Dachpfannen. Und dieses schwarze Teil hier brauchen wir. Thank you.
Das etwas längere Teil muss hier außen hin, damit das passt. Und dann kann ich das gleich genauso draufsetzen. So, ich habe es nochmal ausgewechselt. Hier ist jetzt das etwas längere Teil. Und das kommt nämlich hier hin, damit man das hier so vom Dach runterführen kann. Alles einrasten lassen. Jetzt fehlt uns hier nur noch der Kirchturm und dafür habe ich hier schon 4 So-Teile vorbereitet, jeweils mit 2 roten Schrauben und 4 So-Teile, die haben oben und unten eine rote Schraube. Die setze ich jetzt alle zusammen. Also auf den Ecken immer die gelbe Säule, immer so, dass die einerseits hier eingerastet werden können und dass man dann hier das nächste Teil dran machen kann. Und ganz oben drauf kommt jetzt noch der Hahn. Das ist so weit oben, dass man das schon gar nicht mehr sieht. Aber ich will es euch einmal zeigen. Ich finde, die Kirche ist wirklich wunderschön geworden. Ich drehe die nochmal. Hier ist einmal ein Eingang. Hier 2 Fenster. Hier wieder 2 Fenster und ein rundes Fenster hier. Und so kann man in die Kirche reinschauen und hier kann man dann auch so spielen. Also wenn das Ganze zu wäre, dann würde man da ja gar nicht dran kommen. Deswegen ist die eine Seite eben offen geblieben, damit man hier drinnen jetzt was nachspielen kann. Und hier vorne natürlich die riesengroße Tür. Da geht es dann rein, wenn die Hochzeit gefeiert wird. Eine große Holztür. Ich hoffe, der Aufbau von unserer Kirche hat euch gefallen. Beim nächsten Mal richten wir die Kirche dann von innen noch richtig ein und bereiten das Hochzeitspaar auf ihre Hochzeit vor. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Kirche findet, ob ihr schon Ideen habt für schöne Hochzeitsstories. Also gerne einfach alles unten in die Kommentare schreiben. Sonst schaut auch das Unboxing-Video, wo ich die Kirche ausgepackt habe, also das große Playmobil-Set. Oder freut euch aufs nächste Mal, wenn es da noch weitere Videos mit der Kirche gibt. Ja, das war's für heute. Tschüss!